Ich darf euch ganz herzlich zu unserem heutigen Abendvortrag begrüßen. Und vielleicht sieht man das rechts über meiner Schulter oder links von euch aus gesehen, schaut eine nette Dame über mich drüber, die Frau Dr. Elke Dietrich. Und die liebe Elke kenne ich schon seit vielen Jahren, in etwa genauso lange wie der Michael Richter, der hier im Publikum sitzt. Und wir haben die Elke sozusagen über das Projekt Flughafen Tempelhof kennengelernt. Und das ist auch der heutige Thema dieses Abends, Bauherr, Reichsluftfahrtministerium, der Flughafen Tempelhof als Bauprojekt des RLM. Und sie hat also auch eine Doktorarbeit darüber geschrieben, Ernst Sagebiel. Das gibt es also noch beim ja, fällt mir gleich ein, wie der Verlag, Lukas Verlag, ja, es klappt noch mit dem Gehirn. Also man kann es durchaus noch bestellen, ist also eine hervorragende zusammengestellte Arbeit. Und da ich ja jetzt nicht den Vortrag halten soll, sondern die liebe Elke, die hinter mir steht, hoffe ich, lieber Sascha, dass du die Technik so hinkriegst, dass unsere Mitglieder, die außerhalb von uns sind, also das hören und sehen. Ja, liebe Elke, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank, lieber Jürgen, und also vielen Dank auch für die Einladung zu dem Vortrag und allen einen schönen guten Abend, denen, die ich sehe und auch denen, die ich nicht sehe. Ich weiß ja gar nicht, wie viele es sind. Dieser Vortrag ist eine Zweitverwertung, muss ich dazu sagen. Also ich habe den vor 2,5 Monaten schon mal gehalten in einer Vortragsreihe im Flughafen Tempelhof. Und ja, als Jürgen mich gefragt hat, ob ich hier nicht auch einen Vortrag halten könnte, bot sich das an, den einfach hier nochmal zu halten. Und es hat natürlich auch den Vorteil, dass dann die im Raum sind oder die zu Hause sitzen und sich am Chat beteiligen, dann eben auch Fragen stellen können im Anschluss. Und der Vortrag ist relativ ja konzentriert und relativ kompakt. Von daher werde ich ihn auch weitestgehend ablesen müssen, aber ich hoffe, dass das nicht allzu unangenehm auffällt. Ich musste jetzt für diesen Abend auf die Schnelle auch ein neues Deckblatt konstruieren. Das gefällt mir zwar optisch nicht ganz so gut, aber es war mir wichtig, dieses Bild zu verwenden, da es sehr deutlich diesen militärischen Charakter, den die Flughafenplanung hat, illustriert. Es zeigt Ernst Sagebiel mit zwei seiner Mitarbeiter auf der Baustelle, wahrscheinlich 1940, möglicherweise auch schon 1939, das ist nicht so ganz klar. Und auf der linken Seite sieht man den Bauleiter Ludwig Happ, der Anfang 1939 zum Regierungsbaurat ernannt worden ist und damit zum Tragen einer Uniform der Luftwaffe berechtigt war, wovon er offensichtlich gerne Gebrauch gemacht hat. Als ich vor knapp 30 Jahren beschlossen habe, die Baugeschichte des Flughafens Tempelhof zu erforschen, hatte ich zunächst mal keine Ahnung, wie tief mich das in das Feld der militärischen Luftfahrt reinziehen würde. Es war damals lediglich bekannt, dass es sich um ein Bauprojekt aus der NS-Zeit handelt und dass der Name des noch weitgehend unbekannten Architekten Ernst Sagebiel lautete. Und der erwies sich dann im Lauf meiner Recherche als hoher Beamter des Reichsluftfahrtministeriums und die militärische als untrennbar mit der zivilen Luftfahrt verwoben. Ein Generalbauinspektor Albert Speer, der gemeinhin als der Architekt der neuen Reichshauptstadt betrachtet wird, der existierte zu Beginn der Planungsarbeiten am Flughafen noch gar nicht. Und die Frage nach der Bauherrschaft, die ich eben auch im Titel aufgenommen habe, erwies sich während meiner Forschung als immer bedeutender, sowohl im Hinblick auf den verwendeten Architekturstil als auch für die Planung, den Bau und die Nutzung des Gebäudekomplexes. Ich würde aber gerne erstmal noch mal ein Stück zurückgehen in der Geschichte.
um die Rolle der Luftfahrt im Nationalsozialismus und die Funktion des Reichsluftfahrtministeriums deutlich zu machen, muss man eigentlich am Ende des Ersten Weltkriegs ansetzen, in dem das Flugzeug erstmals als Waffe eingesetzt wurde und es zu einem massiven Entwicklungsschub gekommen war. Nach Kriegsende erlegten die Siegermächte der frisch entstandenen Deutschen Republik durch den Vertrag von Versailles nicht nur kaum zu tragende Reparationsleistungen auf, sondern schränkten das Recht zum Bau und zum Besitz von Flugzeugen massiv ein, verboten jegliche militärische Luftfahrt und forderten die Auflösung der Luftstreitkräfte. Um die Verteidigungsfähigkeit wiederherstellen zu können, unterhielten Heer und Marine daher getarnte Fliegerreferate und das Reichsverkehrsministerium übernahm mitsamt dem Personal aus dem Reichswehrministerium einen Großteil der vormals militärischen Aufgaben, unter anderem durch die massive Förderung der zivilen Luftfahrt. Trotz der Beschränkung waren etliche Fluggesellschaften entstanden, oft von ehemaligen Militärfliegern getragen. Und nach der teilweisen Wiedererlangung der Lufthoheit im Jahr 1923 kam es zu einem regelrechten Bauboom von Flughäfen, darunter auch der erste ab 1923 auf dem Tempelhofer Feld errichtete. So, und jetzt funktioniert das hier aber nicht mit dem Vorwärtsschalten. Nee. Vielleicht, weil du da vorhin was verstellt hast. Ja, das ist schon mal gut. Also jetzt müsste es eigentlich, aber... Ja, dann gehen wir nochmal zurück. Okay, super. Dankeschön. Ja, also das war damals die provisorische Anlage. Um die Subventionen des Reichs gezielter einsetzen und die Entwicklung besser steuern zu können, wurden die vielen kleinen Fluggesellschaften zu Zusammenschlüssen gezwungen, bis daraus 1926 die Deutsche Lufthansa mit Hauptsitz im Flughafen Tempelhof entstand. Sie erhielt nicht nur ein Monopol für Verbindungen ins Ausland und wurde explizit mit dem Ausbau dieser Strecken beauftragt, sondern diente auch der verdeckten Entwicklung und Erprobung militärisch zu nutzenden Fluggeräts und der Ausbildung von Militärfliegern. Flugzeugbestand und Personal der Lufthansa bildeten den Grundstock der sogenannten Schwarzen Friedensluftwaffe. Wichtigster Mann in der deutschen Lufthansa wurde der Weltkriegsflieger und Hauptmann AD Erhard Milch, zunächst als technischer, später auch als kaufmännischer Geschäftsführer. Sein Beitritt zur NSDAP soll Adolf Hitler 1929 mit der Begründung abgelehnt haben, als Parteiloser könne er wirksamer in deren Interesse arbeiten. Bei der Lufthansa bot er einerseits Gewähr für die Erfüllung der politisch-militärischen Forderungen des Reichs und konnte andererseits seine politischen Kontakte zur wirtschaftlichen Förderung seines Unternehmens nutzen, zum Beispiel durch die Zahlung von Schmiergeldern an Hermann Göring und andere Abgeordnete, um die Kürzung der Subventionen zu verhindern. Nachdem die Nationalsozialisten im Januar 1933 an die Macht gekommen waren, wurde Milch zum Staatssekretär des Reichsministers für Luftfahrt, Hermann Göring, berufen. Und in dieser Funktion übernahm er die wesentliche Rolle beim Aufbau der Luftwaffe und zeitweilig auch der Luftrüstung. Gleichzeitig blieb er Vorstandsmitglied der Lufthansa, bis er 1942 in ihren Aufsichtsrat wechselte. Aufbauend auf den Weichenstellungen der Weimarer Republik wurde die Luftwaffe im Geheimen weiter ausgebaut. Die Ausbildung von Piloten, Technikern und weiterem militärischen Personal verstärkt vorangetrieben. Aus dem Flugzeugbestand und Personal der deutschen Lufthansa wurden im Juni 1933 5 Behelfsbomberstaffeln aufgestellt. Die Ausbildung von Bomberpiloten im Langstrecken- und Blindflug fand auf gemeinsam mit der Reichsbahn errichteten Nachtflugstrecken statt, massiv gefördert durch das neue Vorstandsmitglied der Lufthansa, Karl August Freiherr von Gablenz. Hermann Göring betrachtete die Zivile lediglich als Tarnung für die militärische Luftfahrt und war bestrebt, im neu geschaffenen Reichsluftfahrtministerium beide Bereiche zusammenzuführen
was mit der Eingliederung der Heeres- und Marineflieger auch gelang. Hiermit war der Grundstock für eine eigenständige Luftwaffe als dritter Wehrmachtsteil gelegt. Die Rechte der Länder wurden durch das Gesetz über die Reichsluftfahrtverwaltung vom Dezember 1933 massiv beschnitten, wodurch zum Beispiel Reichswetterdienst, Flugsicherung und Luftbildwesen in die Hoheit des Reichs übergingen. Ab Anfang 1935 begann die schrittweise Aufhebung der Tarnung der Luftwaffe, was letzten Endes den endgültigen Bruch mit den Bestimmungen des Versailler Vertrags bedeutete. Unter den zivilen Abteilungen des Reichsluftfahrtministeriums befand sich unter anderem auch das Luftwaffenverwaltungsamt mit einer Abteilung für Liegenschaften und Unterkunft, Verpflegung und Beschaffung. Und deren Unterabteilung für Bauwesen unter dem vormaligen Heeresbeamten Karl Gallwitz war für die Bauangelegenheiten auf sämtlichen Flughäfen, Standorten und Anlagen, also auch für die in großer Zahl neu entstehenden Fliegerhorste zuständig. Für diese Bauaufgaben stellte Gallwitz etliche junge Architekten ein, die in ihrer Ausbildung von der Architektur Moderne geprägt waren, was man gerade den frühen Entwürfen durchaus ansieht. Auf diesem Foto sieht man jetzt mit dem Zeigestab Hermann Göring, den erkennt ja wahrscheinlich jeder, rechts daneben sein Adjutant Bodenschatz. Das dahinter ist, soweit ich das erkennen kann, Karl Gallwitz. Ganz rechts Erhard Milch. Und ganz links Ernst Sagewiel als Bauleiter der Luftkriegsakademie, Lufttechnischen Akademie und Luftkriegsschule GATO, also nicht als der entwerfende Architekt. Oh, ich sehe gerade, dass das Schriftbild meiner Folien sich total verändert hat, aber ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Ja, und obwohl die Bauverwaltung der Luftwaffe ihren Mitarbeitern große entwurfliche Freiheiten ließ und viele Bauten sich daher deutlich von den konservativeren Bauten des Heeres abhoben, kann man meines Erachtens nicht von einer bewusst geförderten Luftwaffenmoderne als Ausdruck eines elitären Standesdenkens und des technischen Fortschritts innerhalb der Luftwaffe sprechen. Einerseits zeigte sich die Moderne ganz pragmatisch, vor allem bei technischen Bauten wie Flugzeughallen, also zum Beispiel links unten zu sehen. Und andererseits wiesen gerade die repräsentativeren Bauaufgaben wie Luftkreiskommandos eine größere Tendenz zu Prunk, Pracht und historisierenden Formen auf. Und dabei wären gerade sie die geeigneten Bauten gewesen, wenn man das besondere Ethos der Luftwaffe hätte zur Schau stellen wollen. Also das sieht man zum Beispiel rechts unten am Luftkreiskommando München nach einem Entwurf German Bestelmeyers. Und oben haben wir dann im Kontrast dazu zwei sehr unterschiedliche Fliegerhorstbauten. Links einmal Kassel, ausgesprochen modern, und rechts Altenburg, was eher konservativ gestaltet ist. Und links unten dann eben diese technischen Bauten, Hangars und Flugleitung des Fliegerhorst Schwerin. So, und jetzt gehen wir weiter zum Flughafen Tempelhof. Auf dem ehemaligen Exerzierplatz des preußischen Heeres hatte die Stadt Berlin im Oktober 1923 einen Zentralflughafen provisorisch eröffnet. Nach Gründung der BFG, also Berliner Flughafengesellschaft, im Mai 1924 wurde er mit einem Radiohaus für die technischen und Aufsichtsfunktionen, also Radiostation, Wetterwarte, Luftpolizei und Zoll, mit 5 Hangars und den ersten beiden Bauabschnitten eines Verwaltungs- und Abfertigungsgebäudes ausgebaut, erwies sich aber schon vor seiner Fertigstellung in seiner Gesamtanlage wieder als zu klein. Vor allem die Deutsche Lufthansa drängte daher auf eine Erweiterung bzw. Neuanlage, wofür aber aufgrund der Weltwirtschaftskrise kein Geld vorhanden war. Das änderte sich nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Und im Rahmen der städtebaulichen Neuplanung Berlins erklärte Adolf Hitler schon Ende 1933, wie wichtig ihm eine möglichst direkte Verbindung zwischen dem Flughafen und dem neuen Südbahnhof an der von ihm geplanten oder gewünschten Prachtstraße westlich des Flughafens sei.
Im Januar 1934 ließ er der BFG eine Skizze überbringen, in der er seine Vorstellungen zur Erweiterung des Flughafengeländes und der Anbindung an diese Nord-Süd-Achse skizziert hatte. Diese Skizze ist aber wohl leider nicht erhalten. Daraufhin stellte die BFG den Architekten ihrer Flugzeughallen Heinrich Kosina ein, um den neuen Flughafen zu planen. Und hier sehen wir jetzt auf der linken Seite einmal diese Planung der Nord-Süd-Achse aus dem Jahr 1933 von der Stadtverwaltung, also vom Stadtplanungsamt, aber eingezeichnet ist da, da muss ich mal gucken, ob mein graziler Cursor das macht, also auf der linken Seite, das ist die Planung Heinrich Kosinas am heutigen Tempelhofer Damm, und oben sieht man dann die spätere Planung Ernst Sagebiers, die ja dann so ähnlich verwirklicht worden ist. Nach dem Einbruch ihres Direktors Rudolf Böttger zeigte Adolf Hitler sich bei seinem Besuch der Flughafengesellschaft im Oktober 1934 durchaus mit Kosinas Entwürfen einverstanden, machte aber deutlich, Tempelhof müsse der größte und schönste Zivilflughafen der Welt werden. Gebäude wie dieses sollten Besucher aus dem Ausland beeindrucken und, Zitat, allein durch ihre Schönheit und Größe jede abfällige Kritik über Deutschland zum Verstummen bringen. Nach den Aufzeichnungen Böttgers wollte Adolf Hitler den Deutschen hier aber auch alljährlich die neuen Luftstreitkräfte des Dritten Reichs vorführen. Und nochmal Zitat, Militärluftfahrt und Zivilluftfahrt gehörten zusammen. Der Ausbau von Tempelhof zu einem einzigartigen Flughafen sei für ihn ein Teil der erforderlichen Aufrüstung. Zitat Ende. Die Finanzierung dürfe bei einem solchen Werk keine Rolle spielen. Mit den Arbeiten müsse sofort begonnen werden. Hitler stellte in Aussicht, dass sich aus den 60 Millionen Reichsmark, die er jährlich für die Nord-Süd-Achse vorgesehen hatte, auch Mittel für den Ausbau des Flughafens erübrigen ließen. Da diese Gelder noch nicht zur Verfügung standen, kam Hitler auf die Idee, die zunächst benötigten 5 Millionen Reichsmark könnten durch das Reichsluftfahrtministerium bereitgestellt werden, was in Anbetracht des militärischen Aspekts der Bauaufgabe nur konsequent war. Allerdings zog das RLM in der Folge die gesamte Planungshoheit an sich, womit die BFG und die Stadt Berlin praktisch jeglichen Einfluss auf die Ausgestaltung ihres Flughafens verloren. Ab Anfang Juli 1935 forderte das RLM eine maßgebliche Rolle beim Bau des Flughafens sowie den sofortigen Ausbau des Rollfelds ein. Später übernahm es auch die komplette Finanzierung der Bauten und schließlich auch die Bauherrschaft. Als Bauzeit für den neuen Flughafen wurden maximal 3 Jahre veranschlagt. Das Reichsluftfahrtministerium legte die Verantwortung für die Planung im Sommer 1935 in die Hände seines Architekten Ernst Sagebiel. 1892 in Braunschweig geboren, nahm er 1912 ein Architekturstudium an der dortigen Technischen Hochschule auf, das er aufgrund seiner freiwilligen Teilnahme am Ersten Weltkrieg mit etwa 5-jähriger Kriegsgefangenschaft in Frankreich erst 1922 abschließen konnte. Der Architekturmoderne zugeneigt trat Ernst Sagebiel nach Anstellung in Bonn und Köln sowie seiner Promotion eine Anstellung als Geschäftsführer des Berliner Büros Erich Mendelssohns an, wobei er offensichtlich nicht entwerferisch, sondern ausschließlich organisatorisch tätig war. Also rechts sehen wir Ernst Sagebiel. Und in dieser Funktion war er maßgeblich am Bau des Kolumbushauses am Potsdamer Platz und dem Haus des Deutschen Metallarbeiterverbands an der Lindenstraße beteiligt. Als es im Zuge der Weltwirtschaftskrise kaum noch Beschäftigung für Architekten gab, fand er sein Auskommen als Leiter der Bauabteilung der Schuhfirma Leiser. Nach der Regierungsübernahme der NSDAP und vor Erlass der Mitgliedersperre trat er im Mai 1933 noch schnell der Partei bei, wohl eher als aus Opportunismus als aus Überzeugung. Es folgten allerdings weitere Beitritte zu NS-Organisationen wie zum Beispiel zur SA. Ende 1933 bewarb Ernst Sagebiel sich auf eine Stelle in der Bauverwaltung des Reichsluftfahrtministeriums und wurde zunächst als Bauleiter der Fliegerschule in Celle eingesetzt. Anscheinend hat er sich dabei so gut bewährt, dass er anschließend in Berlin als Leiter der Abteilung für Sonderaufgaben
mit der Planung und Bauleitung weiterer Kasernenanlagen und Luftkriegsschulen betraut wurde, zum Beispiel mit der Pfarrabteilung Döberitz, die man hier oben sieht. Ab Ende 1934 kamen anspruchsvollere Bauaufgaben wie Luftkreiskommandos, der Bau des Reichsluftfahrtministeriums an der Leipziger Straße, Wilhelmstraße oder der Umbau des Preußischen Landtags zum Haus der Flieger dazu. Nach der Enttarnung der Luftwaffe im Juni 1935 ins Beamtenverhältnis übernommen, erfuhr Sagebiel innerhalb eines knappen Jahres einen rasanten Aufstieg bis zum Ministerialrat. Ursache waren einerseits so seine Ambitionen als Professor an eine Hochschule zu wechseln. Das heißt, man hat versucht, ihn auf diese Art und Weise zu halten. Und andererseits war diese Position ja durchaus seinen Aufgaben angemessen und verschaffte ihm eine stärkere Stellung gegenüber anderen Institutionen innerhalb des NS-Staates. Hermann Göring schätzte seine Arbeit offensichtlich so sehr, dass er ihn aus der Verwaltungshierarchie herauslöste und in seinen persönlichen Stab das Ministeramt übernahm. Schon ab Ende 1936 schanzte er ihm privat honorierte Aufträge für weitere bedeutende Flughäfen wie Stuttgart oder München-Riem zu. Dazu kamen Aufträge für Industrieanlagen wie die Reichswerke Hermann Göring in Salzgitter. Mit dem Aufstieg Albert Speers als Hitlers Architekt und Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt ab 1937 geriet Sagebiel jedoch mehr und mehr ins Abseits und wurde schließlich auch von Göring nicht mehr mit großen repräsentativen Aufträgen bedacht. Nachdem das Reichsluftfahrtministerium die Planung für den neuen Flughafen an sich gezogen hatte, fiel diese Aufgabe Ernst Sagebiel in seiner Funktion als Leiter der Abteilung für Sonderaufgaben quasi automatisch zu. Als Gelände stand das Tempelhofer Ostfeld zur Verfügung. Da versuche ich jetzt mal auch das wieder zu zeigen. Also man hat da den Umriss des neu geplanten Flughafens mitsamt der Bauten auf ein Modell des damals vorhandenen Untergrundes gelegt. Das stammt von 1936. Und man sieht hier den alten Flughafen. Dann haben wir hier den auch relativ frisch angelegten, also in den 20er Jahren angelegten Volkspark. Hier ist der Garnisonfriedhof und der Mohammedanische Friedhof. Der Sportpark Neukölln an der Ostseite, der auch neu angelegt war. Unten waren viele Kleingartenanlagen entstanden, hier oben auch. Da war ein riesiges Sportstadion des BFC Preußen. Und dann gab es noch hier das ehemalige Militärgefängnis, was zu der Kasernenanlage nördlich des Kolumbiadamms gehörte, was dann ab 1933 als eines der frühen KZ in Berlin genutzt wurde bis 1936. Und das hier unten, das sogenannte Maifeld, wo zum 1. Mai 1933 und dann auch in den beiden Folgejahren diese riesigen Massenaufmärsche zum sogenannten Tag der nationalen Arbeit stattfanden, den die Nazis ja zum Feiertag gemacht haben. Bis auf den Sportpark und einen Teil des Friedhofs musste alles dem Ausbau des Flughafens weichen. Für einen Flughafen in dieser Größenordnung gab es damals noch keine Beispiele. Sagebiel dürfte nicht nur deutsche Flughafenplanungen der 1920er Jahre als Vorbilder herangezogen haben, sondern auch Wettbewerbsentwürfe der Lehigh Airports Competition aus den USA aus dem Jahr 1929. Dort fanden sich sowohl bogenförmig an das Rollfeld geschmiegte Flugsteighallen und Hangars, als auch die Ausrichtung der Gesamtanlage auf ein stadtseitig gelegenes Denkmal. Hieran angelehnt richtete Sagebiel die Flughafenanlage entlang einer Symmetrieachse mit dem Kreuzberg oder Kreuzberg-Denkmal als Blickpunkt aus. Also wir haben hier den Ort des Kreuzberg-Denkmals, was allerdings dort anders ausgebildet ist. Das heißt, wir wissen nicht, ob er es hätte ersetzen wollen oder tatsächlich erhalten. Und um den Vorgaben Hitlers nach Anbindung an die Nord-Süd-Achse und den Südbahnhof zu entsprechen, verortete Sagebiel den Bahnhof zunächst an der Monumentenstraße und ließ dann diese Trasse dorthin abknicken. Das heißt, also hier hatte er sich den Südbahnhof vorgestellt. Die Flugsteighalle legte sich bogenförmig um das Rollfeld und gleichzeitig als Tribüne für das von Hitler
geforderte Luftstadion zu gelten oder dienen zu können. Nach dem Beispiel des Flughafens Hamburg-Fußbüttel und unter Ausnutzung des natürlichen Gefälles sah Sagebiel eine weitgehende Trennung aller Verkehrsströme durch Verlagerung auf unterschiedliche Ebenen vor, was man hier in der Weiterentwicklung des Entwurfs ganz gut erkennen kann, also dass die Eingangsebene hier deutlich höher liegt als das Rollfeldniveau. Hier gibt es nochmal einen Teil, der auch unterfahrbar ist, also dieser Zugang zu dem damals noch quer gelagerten Abfertigungsgebäude und auf den Dächern eben die geplanten Tribünenanlagen. Die Hangars waren da allerdings noch nach hinten zurückgesetzt. Auch nachdem die Reichsbahn im September 1935 festgestellt hatte, dass der Bahnhof weiter südlich liegen musste, behielt Sagebiel die Symmetrieachse zum Standort des Kreuzberg-Denkmals bei. Durch die Angliederung der Hangars an den Flugsteig wuchs das Hallenrund auf eine Länge von 1230 Metern und sollte auf seinem Dach zur jährlichen Präsentation der neu geschaffenen Luftstreitkräfte am sogenannten Tag der Luftwaffe Platz für bis zu 100.000 Zuschauer bieten. Zur Erschließung der Tribünen sind hier im Hallenrund große Treppentürme vorgelagert, die die Bauanlage von außen wehrhaft erscheinen lassen. Auf einem Erdwall, der sich um das restliche Rollfeld zieht, sollte eine weitere Million Zuschauer Platz finden. Bereits im Oktober 1935 waren die Entwürfe so weit gediehen, dass sie zunächst Hermann Göring und anschließend dem Führer und Reichskanzler Adolf Hitler vorgestellt werden konnten. Obwohl es sich vordergründig um den Bau eines zivilen Flughafens handelte und die zentralen Bereiche wie Eingangs- und Abfertigungshalle sowie Flugsteige durch diese Funktionen bestimmt waren, spielten die militärischen Anforderungen eine bedeutende Rolle und nahmen im Lauf der Planung immer weiter zu. Im Gebäude waren laut vorläufiger Raumbedarfsnachweisung vom Mai 1936, die habe ich hier mal, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, aber ich werde es auch noch mal erläutern, was da draufsteht. Also waren zunächst vorgesehen die Berliner Flughafengesellschaft, die Deutsche Lufthansa Betriebsleitung Mitte, Flugfernmeldedienst, Wetterdienst, Luftpostamt und Luftzollamt sollten untergebracht werden. Es folgte eine Liste weiterer Dienststellen, Zitat, die nicht unmittelbar zum Betrieb des Flughafens gehören. Neben der Hauptverwaltung der Lufthansa handelt es sich dabei ausschließlich um militärische Dienststellen, wie die Erprobungsstelle Rechlin, das Luftfahrtmedizinische Forschungsinstitut, die kriegswissenschaftliche Abteilung der Luftwaffe, das Reichsamt für Wetterdienst, die Kommandos der Fliegerschulen und der Luftkriegsschulen und das Bautechnische Büro sowie das Amt für zentrale Verwaltungsaufgaben des Reichsluftfahrtministeriums. Offensichtlich war für diese Einrichtung der wachsenden Luftfahrtverwaltung im gerade fertiggestellten Ministeriumsbau nicht mehr ausreichend Platz, sodass man das Bauprogramm des Flughafens auf die Nordseite der neu entstehenden Ost-West-Straße, den heutigen Columbia-Damm, und die Westseite der Berliner Straße, heute Tempelhofer Damm, ausdehnte. In den S, die Sonderbauten, also S-Bauten werden jetzt hier und die W-Bauten hier, die sind noch nicht so ganz ausformuliert. Also S wie Sonder- und W wie Westbauten waren ausschließlich militärische Abteilungen des Reichsluftfahrtministeriums vorgesehen. Die Gebäude sollten sich um einen runden Platz mit einer riesigen Brunnenanlage und einer vom Kreuzberg-Denkmal herabstürzenden, von Obelisken gefassten Kaskade legen. Und da haben wir jetzt tatsächlich das Kreuzberg-Denkmal dargestellt. Die Stadtseite des Flughafens war von Beginn an repräsentativer gedacht als die Luftseite mit dem großen Hallenrund, die als die technische Seite moderner sein durfte. Allerdings machte die gesamte Anlage im Lauf der Planungs- und Bauzeit, wie in diesem Entwurf zu sehen, eine Veränderung zu immer größerer Monumentalität und Massivität durch. Diese Tendenz verstärkte sich noch nach der Ernennung Albert Speers zum Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt durch Adolf Hitler im Januar 1937. Speer begann nun, auf die bereits weit in Ausführung begriffene Planung Sagebiels Einfluss zu nehmen
und forderte eine repräsentativere Gestaltung, vor allem bei den Bauten am Runden Platz und der Ost-West-Straße, da diese den zweiten Ring seiner Straßenplanung um das Stadtzentrum bilden sollte. Also die Ost-West-Straße ist die, die hier jetzt durchgeht. Und die Veränderung an den Rundbauten betrifft zum Beispiel hier die Schaffung der Eingangsvorbauten an all diesen Gebäuden, die es am Anfang nicht gab. Durch die Ausweisung eines geschützten Interessenbereichs auf der Westseite der Berliner Straße förderte Speer zwar das städtebauliche Konzept Sagebiels und die Ansiedlung weiterer Einrichtungen des Reichsluftfahrtministeriums, indem er Entmietung und Abriss der dort bereits ab 1912 errichteten Bauten ermöglichte. Gleichzeitig spürte man jedoch eine große Distanz und einen wachsenden Konflikt zwischen den beiden Männern. Wenn Sagebiel als Architekt des Reichsluftfahrtministeriums unter den Fittichen Görings der gemäßigten Moderne der 1920er Jahre anhing, entwickelte Speer als Hitlers Architekt einen überdimensionierten, reich profilierten und ornamentierten Neoklassizismus als Architekturstil. Speers wichtigstes Projekt bei der Umgestaltung der Reichshauptstadt wurde die von Hitler gewünschte Nord-Süd-Achse, einige hundert Meter westlich des Flughafens. Die kann man jetzt hier mal sehen. Auf ihrem zentralen Teil hatte er neben repräsentativen Firmensitzen und Kulturbauten auch die große Kuppelhalle im Norden, den Triumphbogen für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs hier und den Südbahnhof vorgesehen. Das ist also noch eine frühere Darstellung des Südbahnhofs, der jetzt in Höhe der Ringbahn liegen sollte, also etwa am heutigen Bahnhof Südkreuz. Nicht nur, dass ein nahegelegener Flughafen, den man ja hier angeschnitten sieht, mit der Achse zum Kreuzberg-Denkmal, hier nicht so recht hergepasst hätte. Seine Einflugschneise wäre auch direkt über den 70 Meter hoch geplanten Bahnhof verlaufen. Ups, ist jetzt passiert. Ich bin abgestürzt. Daher war, mir ist das egal, wo ich hänge. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, solange dass das Bild nicht stört. Ach so, wahrscheinlich, weil da oben der Text war. Daher waren Generalbauinspektion und Reichsluftfahrtministerium sich bereits Ende der 1930er Jahre einig, dass der Flughafen in Tempelhof gar nicht auf Dauer betrieben werden konnte, sondern baldmöglichst ersetzt werden musste. Die Planung Speers sahen 3 bis 4 neue Flughäfen außerhalb der Stadtgrenzen vor. Für den neuen Verkehrsflughafen war Rangsdorf als Standort ausersehen. Nach dessen erhoffter Inbetriebnahme Anfang der 1950er Jahre sollte der bisher noch nicht mal fertiggestellte Flughafen Tempelhof stillgelegt und an die Deutsche Arbeitsfront übergeben werden. Und die wollte im Rahmen ihres Kraft-durch-Freude-Programms auf dem Rollfeld einen großen Vergnügungspark anlegen. Man kann davon ausgehen, dass der modernistische Stil Ernst Sagebiels sowieso nicht den Vorstellungen Hitlers für ein Bauwerk entsprach, mit dem er die aus aller Welt ankommenden Fluggäste beeindrucken wollte. Durch die Übergabe der Verantwortung an das Reichsluftfahrtministerium hatte er jedoch auch seinen eigenen Einfluss weitestgehend aus der Hand gegeben und konnte nur versuchen, den über seinen Generalbauinspektor wenigstens teilweise wiederzugewinnen. In bestimmten Abteilungen des Reichsluftfahrtministeriums war man dagegen zu der Auffassung gelangt, dass der von Sagebiel entworfene Flughafen nicht dem aktuellen Stand der Technik entsprach, da es Grasplatz ohne befestigte Start- und Landebahnen geplant war, und dass sich bogenförmig um das Rollfeld liegende Gebäude den Raum für den Luftverkehr und damit auch die Erweiterungsmöglichkeiten zu stark einschränkte. Aber das war letztlich ein Geburtsfehler des Flughafens Tempelhof, da er von Beginn an in bebautem Gebiet lag und Hitlers Wunsch nach einem Luftstadion die architektonische Form bestimmt hatte. Trotz all dieser neuen Erkenntnisse beschloss man, das Gebäude wie geplant fertigzustellen. Der wichtigste Teil eines Flughafens ist grundsätzlich das Rollfeld mit allen technischen Anlagen für die Funkpeilung etc., von dem das Reichsluftfahrtministerium wünschte, dass es bereits nach einem Jahr benutzbar sein sollte. Das Bild ist ein bisschen blass bei mir. Nee, ist es aber nicht. Also interessant ist hier, man sieht außen herum diese befestigte Rollbahn mit den sogenannten Startköpfen, wo man dann in alle Windrichtungen hätte starten können, letzten Endes aber über die Wiese.
Aber hier in dieser Richtung hat man die Blindfluglandebahn angelegt, die natürlich nicht immer in den Wind gedreht werden konnte, sondern befeuert werden musste. Es gab auch eine Peilschneise in dieser Richtung. Und das ist eben die Hauptwindrichtung, von der man damals schon wusste und so wie auch heute die Start- und Landebahn liegen. Aber sie hätte oder sie lag quer zu der Symmetrieachse, die sich durch diese ganze Anlage gezogen hatte, weshalb man ja erstmal darauf verzichtet hat, befestigte Start- und Landebahnen anzulegen. Außerdem war ein Eisenbahnanschluss vom Bahnhof Hermannstraße geplant, der nicht nur für den Transport des Baumaterials, sondern auch für die militärischen Belange von großer Bedeutung war. Der Anschluss ist hier nicht eingezeichnet, aber der geht dann hier aufs Rollfeld und einmal um das Hallenrund außenrum. Später sollte sich das Eisenbahngleis eben da außen herumziehen und außer zur Frachtanlieferung vor allem dem Transport von Flugbenzin zu den großen unterirdischen Treibstofflagern an beiden Enden des Gebäudes dienen. Da das Gleis unter dem Abfertigungsgebäude hindurchgeführt werden musste, gehörte der Eisenbahntunnel zu den ersten ausgeführten Anlagen des Flughafens. Da kann man den Zustand im Frühjahr 1937 sehen. Da steht schon ein Teil der Hallen. Ah, ich komme da drauf und verschiebe das, aber kann es nicht fixen jetzt. Okay, muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel rumspiele mit dem Ding. Also, die zentralen Bauten stehen schon zu dem Zeitpunkt und der mittlere Teil der Hangars bzw. der Flugsteigbereich, der steht auch schon. Und da sieht man die Einfahrt zum Eisenbahntunnel. Also das heißt, dieser Eisenbahntunnel, der geht schon hier vor diesem Flugsteigbereich längs und man hat eben den unter den anderen Bauten hindurchgeführt. Darüber waren ab Herbst 1936 die zentralen Bauten entstanden. Zunächst die sogenannten Flügelbauten und die Flugsteighalle. Die Fertigstellung der Flügelbauten war bereits für den 1. März 1937 vorgesehen, musste aber aufgrund verschiedener Probleme wie Arbeitskräfte und Materialmangel mehrfach verschoben werden. Im November 1937 hieß es, sämtliche Bauten müssten zum 1.4.1938 bezugsfertig sein. Dieser enorm ambitionierte Termin ist eigentlich nur mit den vorgesehenen militärischen Nutzungen und der militärischen Bedeutung der Gesamtanlage zu erklären. Der 1.4.1938 war auch das Datum, an dem die militärische Aufrüstung abgeschlossen und das Land wehrfähig sein sollte. Nachdem die Bezugstermine mehrfach hatten verschoben werden müssen, war der Bauteil H2 Lang im Oktober 1937 so weit vollendet, dass Teile davon zumindest provisorisch von der Hansa Luftbild bezogen werden konnten. H2 Lang ist der Bau am Columbia, dann dieser hier. Anfang Dezember 1937 wurde schließlich in Anwesenheit von Hermann Göring das mehrfach verschobene Richtfest gefeiert, bevor 1938 weitere Bauteile an die Mieter übergeben wurden. Also man sieht auf dem Foto, dass die zentralen Bauten sich noch im Rohbau befinden. Und auf dem Foto rechts Göring und Milch mit Sagebiel vor dem Modell des Flughafens. Die Hansa Luftbild als Tochterfirma der deutschen Lufthansa unter der Leitung von Wilhelm Gessner, hier einmal der Haupteingang am Columbiadamm, genau, und die Fassade am Columbiadamm, hatte ebenso wie diese staatlich militärisch geförderte und geforderte und geförderte Aufgaben zu übernehmen und war Anfang 1934 vom Reichsluftfahrtministerium zur einzigen in Deutschland zugelassenen Firma für die Herstellung und den Vertrieb von Luftbildern bestimmt worden. Im Laufe der Jahre wurde das Reichsluftfahrtministerium zum Hauptauftraggeber. Im Hinblick auf den geplanten Krieg fiel der Hansa Luftbild auch die technische Entwicklung und Erprobung sowie die Ausbildung des Nachwuchses im Bereich der militärischen Nutzung von Luftbildern zu. Hier kann man zum Beispiel jetzt mal den Raum mit den Stereo-Messgeräten als Beispiel für diese technische Ausrüstung sehen. Darüber hinaus wurde die Hansa Luftbild als Deckmantel für eine noch geheime militärische Einheit der Hauptbildstelle des Reichsluftfahrtministeriums genutzt,
die als Hansa-Luftbilderprobung im Juli 1938 ebenfalls in den Flughafenneubau, nämlich in die nördlich des Kolumbiadamms gegenüberliegenden Bauten einzog. Mitte 1938 wurden auf dem Gelände des alten Flughafens zwei provisorische Hallen für die Fliegerstaffel ZBV errichtet, die mit ihren Aufklärungsflugzeugen das geforderte Bildmaterial erstellte. Nach Kriegsbeginn in Versuchsstelle für Höhenflüge und Aufklärungsgruppe des Oberbefehlshabers der Luftwaffe aufgeteilt und an andere Standorte verlegt wurde. Schon 1937 war auf dem alten Flughafen ein provisorisches Gebäude für die Erprobungsstelle Rechlin, die E-Stelle Flugsicherung Tempelhof, entstanden, die zunächst unter der Tarnbezeichnung Versuchsstelle für zivile Luftfahrt firmierte und für Entwicklung und Erprobung technischer Einrichtungen der Flugsicherung wie Peiler, Streckenbefeuerung, Streckenbeleuchtung und Bordfunkanlagen zuständig war. Die Neubauleitung des Reichsluftfahrtministeriums unter Ernst Dagebiel bot Gewähr dafür, dass all diese Planungen nach militärischen Erfordernissen und unter strenger Geheimhaltung durchgeführt werden konnten, während die Bauaufgabe nach außen als ziviler Flughafen dargestellt wurde. Ende April 1938 zog mit der Hansa Flugdienst GmbH eine weitere Tochter von Deutscher Lufthansa und Hansa Luftbild in den Bauteil H2 lang. Ihre Aufgabe war im Wesentlichen die Durchführung des nicht planmäßigen Flugverkehrs, darunter Charterverkehr für unterschiedliche Zwecke, sowie die Durchführung von Rundflügen. Getreu Hermann Görings seit 1933 kursierendem Leitspruch, das deutsche Volk muss ein Volk von Fliegern werden, wurden so vor allem Kinder und Jugendliche für künftige Aufgaben im Bereich der Luftfahrt begeistert. Dazu ein Zitat aus dem Luftfahrtjahrbuch von 1939. Rundflugdienst wurde mit dem Ziel, ihn als wesentlichen Bestandteil in das Erziehungswerk am deutschen Volke einzugliedern, vorbereitet und durchgeführt. In besonders erfolgreicher Weise bewährte sich enge Zusammenarbeit mit Schulbehörden und Dienststellen der Luftwaffe bei der Durchführung der Schülerrundflüge, die sich als hervorragendes Werbemittel bei der heranwachsenden Jugend für den Nachwuchs der Luftwaffe erwiesen. Zitat Ende. Während die Aufgaben der Hansa Flugdienst mit Beginn des Zweiten Weltkriegs im September 1939 quasi erloschen, wurde die Hansa Luftbild als Sonderluftbildabteilung des Reichsluftfahrtministeriums oder SOBIA völlig unter das Kommando des RDL und OBDL, also Reichsministers der Luftfahrt und Oberbefehlshabers der Luftwaffe, gestellt und hatte nun vorwiegend militärische Aufträge auszuführen. Dazu gehörten Bildplanwerke des gesamten Deutschen Reichs, ebenso wie Aufnahmen fremder Länder sowie die Auswertung dieses Materials. Zur Lagerung des geheimen Filmmaterials, das zum Teil noch aus Zelluloid bestand und daher leicht entflammbar und hochexplosiv war, wurde ab 1937 eine unterirdische, zweigeschossige und hochgesicherte Bunkeranlage gebaut. Nachdem es auch hier zu mannigfaltigen Verzögerungen gekommen war, wurde die Abnahme und Übergabe des Bauteils Mitte August 1939 für die kommende Woche, also etwa eine Woche vor Kriegsbeginn, vereinbart. Da der Bunker bei Kriegsende komplett ausgebrannt ist, lässt sich leider nicht mehr nachvollziehen, was genau hier gelagert war. Laut einer Anweisung des Reichsluftfahrtministeriums von 1942 hatte die Hansa Luftbild neben ihren eigenen Luftaufnahmen, Plänen und Karten auch das von den Luftbildstaffeln erflogene Material zu lagern, sofern es nicht für militärische Zwecke benötigt wurde. Aber auch für die Hauptbildstelle des Reichsluftfahrtministeriums sollte in Tempelhof ein Filmbunker gebaut werden, und zwar in der Nähe der W-Bauten auf der westlichen Seite der Berliner Straße bzw. des Tempelhofer Damms. Mit diesen Bauten wurde zwar noch begonnen, sie konnten aufgrund der Mitte 1942 allgemein angeordneten Stilllegung der Bauvorhaben jedoch nicht mehr fertiggestellt werden. Bei Kriegsende stand lediglich ein L-förmiger Bauteil bis in Höhe des Erdgeschosses. Das Filmlager der Hauptbildstelle war zwischenzeitlich als provisorische Baracke auf der Ostseite der Berliner Straße errichtet worden. Aber nochmal zurück zur Fertigstellung und Nutzung des Flughafenneubaus.
Nach der Hansa Luftbild bezog ab 1938 auch die deutsche Lufthansa nach und nach die ihr zugedachten Bauteile, und zwar fast alle restlichen Teile der nördlichen Flügelbauten, also alles, was auf der linken Seite hier und dahinter ist. Der Bauteil H1 rund auf der rechten Seite wurde Mitte 1939 von der Berliner Flughafengesellschaft bezogen. Die übrigen Teile des südwestlichen Flügels wurden ebenso wie der gesamte Komplex der S-Bauten nach ihrer Fertigstellung ab Mitte 1938 sukzessive von militärischen Einrichtungen belegt. Ja, hier kann man nochmal sehen, dass das Hallenrund zwar schon weiter gediehen ist, aber immer noch nicht ganz fertig. Also der ganze südliche Abschnitt fehlt noch, da im Osten ist auch noch nicht alles vorhanden. Die Flügelbauten stehen und von den sogenannten S-Bauten fehlen die hinteren, also fehlt der hintere Abschluss noch. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde der Flughafen Tempelhof unter dem Kommando von Major Rudolf Böttger, dem bisherigen Leiter der Flughafengesellschaft, zum Fliegerhorst und stand unter militärischer Bewachung. Der zivile Luftverkehr, der bereits vor Kriegsbeginn über dem gesamten Deutschen Reich vorübergehend eingestellt worden war, wurde für einige Monate nach Rangsdorf verlagert. Im Lauf des Krieges waren zwar verschiedene militärische Einheiten in Tempelhof stationiert, in welchem Umfang es von hier ausgehende Kriegseinsätze gegeben hat, müsste man aber noch genauer erforschen. Aus den Behelfsbomberstaffeln der deutschen Lufthansa entstand kurz vor Kriegsbeginn unter dem Kommando ihres Vorstandsmitglieds Karl August Freiherr von Gablenz das Kampfgeschwader ZBV 172, das eigentlich ein Transportgeschwader war und soweit bekannt beim Überfall auf Polen auch für solche Zwecke eingesetzt wurde. Ende September 1939 nutzte man den Flughafen zum Beispiel zum Einflug verwundeter Soldaten aus Polen. Ende Oktober zog die Fliegerhorstkommandantur vom alten Flughafen in den Bauteil H1 rund, wo bereits die BFG ansässig war. Im November bezog die Fliegertechnische Schule mit 1350 Monteurschülern neben den Abrisshäusern auf der Westseite der Berliner Straße auch Teile des Flughafenneubaus. Im Dezember wurde das Kommando der Blindflugschulen aufgestellt und ebenfalls im Neubau untergebracht. Kommandeur wurde wiederum das Lufthansa-Vorstandsmitglied von Gablenz. Von Oktober 1941 bis zu seinem Tod bei einem Flugzeugabsturz am 21.08.1942 Chef des Planungsamts beim Generalluftzeugmeister. Die Position des Generalluftzeugmeisters, also die Verantwortung für die gesamte Ausrüstung der Luftwaffe, wurde nach dem Freitod Ernst Uhlets ab Ende November 1941 durch Erhard Milch ausgefüllt. Auch hier zeigt sich wieder die starke, von Beginn an angelegte und geförderte Verstrickung der deutschen Lufthansa mit dem Militär. Dadurch, dass sie ihre Rolle zur Tarnung der Luftwaffe mit Kriegsbeginn endgültig verloren hatte, geriet sie jedoch in wirtschaftliche Bedrängnis und musste sich, um kriegswichtig zu bleiben, ein neues Standbein suchen. Das fand sie als Reparaturbetrieb für Kriegsflugzeuge sowie in der Montage von Radargeräten in Zusammenarbeit mit Telefunken ab etwa Mitte 1940 in den Hangars 1 und 2 des Flughafenneubaus ausgeübt. Das sind die beiden hinteren hier, die noch nicht ganz fertig sind auf dem Foto. Hierbei wurden ab Ende 1940 auch jüdischstämmige Menschen im sogenannten geschlossenen Arbeitseinsatz eingesetzt, die 1942 wohl in Vernichtungslager nach Polen deportiert wurden. Später beschäftigte die deutsche Lufthansa auch Zwangsarbeiter aus den besetzten Ländern, für die ab 1942 zwei Barackenlager auf dem Flughafengelände errichtet wurden. Ende 1939 ordnete das Reichsluftfahrtministerium die Verlagerung eines Teils der Rüstungsproduktion der Weser Flugzeugbau GmbH aus dem Bremer Raum nach Tempelhof an. Dafür wurden die noch im Bau befindlichen Hangars sowie der offene Flugsteigbereich so schnell wie möglich provisorisch fertiggestellt, sodass sie ab Anfang 1940 nach und nach für den Umbau von Flugzeugen und die Lizenzproduktion des Sturzkampfbombers Su-87 in Betrieb genommen werden konnten.
Hier kann man zum Beispiel also nochmal den berühmten Tunnelmund sehen und rechts davon sieht man, dass die Hangars noch im Rohbau sind. Da ist dann also nach und nach im Flugsteigbereich und in den Hangars für die Weserflug ausgebaut worden. Später nutzte sie auch noch weitere Teile des Gebäudes wie die Abfertigungshalle und auch Teile des Eisenbahntunnels zur Lagerung von Material und für die Flugzeugproduktion. Hier jetzt einmal die Endmontage der Sturzkampfbomber in der Flugsteighalle ab Mitte, Ende 1942. Auch für die Weserflug wurde ab 1941 ein Barackenlager auf dem Flughafengelände errichtet. Zunächst für die aus dem Bremer Raum mitgekommenen Beschäftigten, später auch für Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, darunter französische Kriegsgefangene und sogenannte Ostarbeiter aus der Sowjetunion, vor allem Frauen. Hier haben wir das einzige bekannte Foto dieses Lagers. Es schließt also direkt an das östliche Ende der Hangars an. Und das hier ist der Teil des Lufthansa-Lagers und der größere Teil, das Weserfluglager. Und der hintere Bereich, das war der für die sogenannten Ostarbeiter, also vor allem die Frauen, die dort untergebracht wurden. Ab 1943 entstand dann noch ein weiteres Lager der Weserflug südlich des Flughafens in der Berliner Straße, das aber nicht mehr fertiggestellt wurde. Während der Weiterbau des Flughafengebäudes für den zivilen Flugverkehr nur noch auf Sparflamme betrieben wurde und schließlich aufgrund von Arbeitskräfte- und Materialmangel sowie einem allgemeinen Baustopp weitestgehend eingestellt werden musste, wurden die kriegswichtigen Aufgaben mit Dringlichkeitsvermerken versehen und das benötigte Baumaterial aus den Kontingenten des Reichsluftfahrtministeriums bevorzugt zugewiesen. Auch Planung und Bau der Zwangsarbeiterlager lagen zunächst in der Verantwortung der Neubauleitung. Erst mit der Zentralisierung des Lagerbaus unter Albert Speer als Rüstungsminister wurden diese Bauvorhaben in die sogenannte Lagerbauaktion 1942 übernommen. Als 1943/44 schließlich auch die Bauverwaltung der Luftwaffe dem Generalbevollmächtigten für die Bauwirtschaft bzw. der Organisation TOT unterstellt wurden, verlor das Reichsluftfahrtministerium seine Macht auf dem Bausektor endgültig und musste sich dem immer mächtiger werdenden Albert Speer unterordnen. Auch wenn der vorgesehene Erbpachtvertrag mit der Flughafengesellschaft nicht mehr abgeschlossen wurde, fand doch eine Übergabe der fertiggestellten Bauteile wie auch der technischen Einrichtungen in deren Verantwortung statt, womit sie die Rolle der Vermieterin übernahm. Die Flughafengesellschaft arbeitete unter ihrem Architekten Heinrich Kosina daher Pläne für den zukünftigen, letztlich auf 10 bis 15 Jahre beschränkten Flugbetrieb aus. Dieser Raumverteilungsplan zeigt die Nutzung aller Bauteile des alten und neuen Flughafens auf dem gesamten Gelände im Juni 1943. Ja, jetzt ist das Bild wieder im Weg. Ich verstehe. Okay. Woraus deutlich wird, dass es sich fast ausschließlich um militärische Nutzung handelt. Also gelb ist die deutsche Lufthansa, alles was Petrolfarben ist, ist die Weserflug. Schwarz die Berliner Flughafengesellschaft, rot die Fliegerhorstkommandantur sowie, was leider kaum zu unterscheiden ist, auch die FLAG, die Stellung zum Beispiel auf dem Dach des Eingangsgebäudes und auf einzelnen Treppentürmen hatte. Das Kommando der Blindflugschulen belegte offenbar einen Teil von H2 rund inmitten der Lufthansa. Das ist also genau diese Seite. ansonsten gab es zum Beispiel militärische Abteilungen wie den Generalluftzeugmeister, den Fliegerführer des 11. Fliegerkorps oder die Fliegergruppe ZBV-7 und das Flugzeugüberführungsgeschwader. Die sind da in der Tabelle aufgelistet. Ich fürchte, man kann es nicht lesen. Das ist immer das Problem bei diesen Plänen, dass das Gelände so groß ist und das Gebäude so groß ist, dass man hinterher kaum was erkennen kann, wenn man es in einer normalen Größe oder in so einer Projektion vor sich hat. In dunkelblau finden sich verschiedene Dienststellen des Reichsluftfahrtministeriums, darunter die Sobia Hansa Luftbild in H2 lang und D2, also vor allem dort. Und
das allgemeine Luftamt, Chef der Luftwehr auf dieser Seite. Es fehlen allerdings bei diesen Markierungen die S-Bauten und der Teil der W-Bauten, der schon fertig war, also so eine kleine Ecke hier unten, die eben ausschließlich für militärische Einrichtungen der Luftwaffe vorgesehen waren und soweit fertig auch entsprechend genutzt wurden. Also in den S-Bauten saßen ab 1938 zum Beispiel das Reichsamt für Wetterdienst, die Wetterdienstschule und Bibliothek sowie auch die Hauptbildstelle. S4 West, das sind die hinteren Bauten. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn ich das zeige. Genau, S4 West wurde im Herbst 1941 von der Amtsgruppe Bau des Reichsluftfahrtministeriums unter Karl Geiwitz bezogen. Und S4 Ost und Teile von S5, wo unter Hochdruck am Luftfahrtmedizinischen Forschungsinstitut mit einer großen Unterdruckkammer und Zentrifuge gebaut wurde, konnten nicht mehr fertiggestellt werden. Es waren dort unter anderem Versuche über die Belastbarkeit von Piloten in großen Höhen geplant, auch in Form von Tierversuchen mit einkalkulierter Todesfolge, was eben dann nicht mehr aufgenommen wurde. Aber solche und ähnliche Versuche wurden ja ab 1941 in Dachau in menschenverachtender Weise an KZ-Häftlingen vorgenommen. Einige der hierfür verantwortlichen Ärzte und Mitarbeiter der Sanitätsinspektion der Luftwaffe residierten ab Mitte 1939 im Bauteil S6 des Flughafens Tempelhof. Dazu gehörten auch Erich Hipke als Leiter der Abteilung und sein späterer Nachfolger Oskar Ströder. Während Hipke sich einer Anklage durch Untertauchen entziehen konnte, wurde Ströder im Nürnberger Ärzteprozess zu lebenslanger Haft verurteilt. Ebenfalls in S6 war eine Abteilung des Generals der Aufklärungsflieger angesiedelt. Und in den W-Bauten sollten als wichtigste Einrichtung die Hauptbildstelle des Reichsluftfahrtministeriums mit Filmbunker und eine Nachrichtenzentrale untergebracht werden. Die Planung für all diese militärischen Einrichtungen und ihre zivilen Tarnorganisationen schon ab 1935-36 war nur möglich, weil das RLM selbst als Planer, Bauherr und Finanzier des Flughafens fungierte. Ernst Sagebiel als Beamter des Reichsluftfahrtministeriums und Leiter der Abteilung für Neubau, Leiter der Neubauleitung bot die Gewähr dafür, diese Bereiche unter Wahrung der nötigen Geheimhaltung nach den Anforderungen der verschiedenen militärischen Abteilungen zu planen und auszuführen. Hätte man diese Funktion der BFG als Hausherrin überlassen, wäre das nicht möglich gewesen. Darüber hinaus gewährte diese Konstruktion dem RLM unbeschränkten Zugriff auf alle Teile des Rollfelds und des Neubaus, die es für eigene Nutzung benötigte, teils dauerhaft, teils nur für die Zeit des Krieges. Eine entscheidende Rolle kam dem Reichsluftfahrtministerium als planender Instanz auch im Hinblick auf die baurechtliche Lage zu. Es ist ja immer mal wieder zu hören oder auch zu lesen, der Flughafen sei ohne Baugenehmigung errichtet worden. Diese Behauptung ist so nicht haltbar, da bei Bauten des Reichs und anderer Behörden der Bauherr selbst die Gewähr für die Einhaltung der Vorschriften bieten konnte. Dennoch mussten der Baupolizei Pläne für ihre allgemeinen Überwachungsaufgaben vorgelegt werden, es sei denn, es handelte sich um Landesverteidigungsbauten. Darauf versuchte das Reichsluftfahrtministerium sich zu berufen, sodass ein jahrelanger Disput zwischen der Bauaufsicht Tempelhof und der Neubauleitung schwelte, ob genügend Pläne in ausreichender Detaillierung eingereicht worden waren oder dass aus Gründen der Geheimhaltung bei diesem militärischen Bauvorhaben nicht notwendig sei. Durch verschiedene Erlasse wurde schließlich bis Ende 1938 abschließend geklärt, dass Bauten des Reichs unter Leitung eines höheren Baubeamten keiner Genehmigung, Überwachung und Abnahme durch die Baupolizei bedurften und die Vorlage statischer Berechnung nicht nötig sei. Das ist ja im Übrigen eine Regelung, die wohl bis heute ihre Gültigkeit hat. Das Bauvorhaben musste lediglich der höheren Baupolizeibehörde in Berlin im Stadtpräsidenten angezeigt werden. Ob diese Anzeige noch erfolgt ist, konnte ich bisher nicht klären. Die Baupolizei Tempelhof war damit jedoch nicht mehr zuständig und Ernst Sagebiel als Ministerialrat des Reichsluftfahrtministeriums diente als Garant für die Errichtung des Bauvorhabens nach dem Stand der Technik und den einschlägigen Vorschriften.
Zur Überwachung der Tragfähigkeit bediente er sich des vom RLM zugelassenen Prüfstatikers Arno Schleusner. Obwohl der Flughafen Tempelhof eine militärische Anlage und ein Ort der Rüstungsproduktion war, wurde er offenbar nicht gezielt bombardiert, trug aber dennoch einige Schäden davon. Vor allem was Rollfeld und der alte Flughafen haben, verstärkt ab August 1943 etliche Treffer abbekommen. Dabei wurden auch die Barackenlager so stark getroffen, dass die Mehrzahl der Bauten schon lange vor Kriegsende nicht mehr bewohnt werden konnte und abgerissen wurde. Also kann man hier vorne sehen, das ist der Bereich der Barackenlager am Columbia-Damm. Hier ist der Bereich der Hangars, eines Teils der Hangars des alten Flughafens, die auch sehr stark zerstört sind. Nach allem, was bekannt ist, scheinen bei den Bombardements, also der Barackenlager, nur vereinzelt Menschen ums Leben gekommen zu sein. Wir wissen aber nicht, wo sie nach der Zerstörung untergekommen sind. Möglicherweise in Teilen des Gebäudes. Ja, also auch das Empfangsgebäude des alten Flughafens und einige der Hallen waren stark zerstört. Der riesige Neubaukomplex hat jedoch wie durch ein Wunder nur wenige ernsthafte Bombenschäden davongetragen. Zerstört waren das Dach von Hangar 5. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Hier, ja, und ein Teil des Bauteils D2, das lohnt sich jetzt nicht zu zeigen. Hier war ein großes Loch in der Ecke und das Bauteil H2 rund hatte einen Treffer ins Dach bekommen, aber das waren eigentlich schon die gravierendsten Schäden. Aufgrund der zunehmenden Bombardierung Berlins hatten etliche der militärischen Einrichtungen wie das Reichsamt für Wetterdienst, der General der Aufklärungsflieger oder die Sanitätsinspektion ihren Standort bereits ab 1943/44 an weniger gefährdete Orte des Reichs verlagert. Das Werk Tempelhof der Weserflug nutzte ab Mitte 1944 einen Teil des Eisenbahntunnels für die Reparatur von Jagdflugzeugen und richtete vorübergehend einen Ausweichstandort in Liegnitz ein. Die Hansa Luftbild verlagerte einen Teil ihres Betriebs nach Lübbenau und brachte in den letzten Kriegstagen wertvolles Material im Filmbunker in Sicherheit. Einige militärische Einheiten und Abteilungen harrten bis zuletzt auf dem Flughafengelände aus und versuchten es gegen die von Süden anrückenden Sowjets zu verteidigen. In diesen Kämpfen am 25. und 26. April 1945 hat es noch zahlreiche Schäden und wohl auch etliche Tote gegeben. Der Geschäftsführer der deutschen Lufthansa, Walter Lutz, der auf die Sowjets gewartet hatte, um mit ihnen zu verhandeln, wurde verhaftet und sollte dann erst 1955 aus der Kriegsgefangenschaft zurückkommen. Der Filmbunker brannte auf immer noch nicht endgültig geklärte Weise aus, wobei man heute davon ausgehen muss, dass er nicht von sowjetischen Soldaten, sondern den Vernichtungsbefehlen folgend von deutschen Stellen in Brand gesetzt wurde, um seinen militärischen Inhalt nicht dem Feind in die Hände fallen zu lassen. Es wurde behauptet, das Flughafengebäude sei bewusst, hier sieht man nochmal ein paar dieser Kriegsschäden, genau, also rechts oben ist der Bauteil D2, der zur Hälfte eingefallen ist und ein paar Relikte. Es wurde behauptet, das Flughafengebäude sei bewusst von Bombardierungen verschont worden, weil die Amerikaner es hinterher nutzen wollten. Zur Durchführung ihrer Aufgaben, vor allem der Sicherstellung des Luftverkehrs zwischen Westdeutschland und Westberlin, benötigten sie nicht nur einen Flughafen, sie dürften auch durchaus Gefallen an der zwischen moderater Moderne und Monumentalität changierenden Architektur Ernst Sargebies gefunden haben. Anfang Juli 1945 besetzten sie den Flughafen vereinbarungsgemäß, errichteten hier ihre Airbase und sollten 45 Jahre lang Besatzungsmacht bleiben. Das Reichsluftfahrtministerium als Bauherr des Flughafens existierte nach Kriegsende nicht mehr, ebenso wie die meisten der vormaligen militärischen Nutzer des Gebäudes. Das Reichsamt für Wetterdienst wurde wieder in den zivilen Status überführt und residierte noch bis vor wenigen Jahren an seinem angestammten Ort in den S-Bauten. Die deutsche Lufthansa wurde dagegen aufgrund ihrer quasi militärischen Rolle im NS-Staat liquidiert und durfte auch nach ihrer Neugründung 1955 das unter dem Vier-Mächte-Status stehende Berlin nicht anfliegen. Ernst Sargebiel, der sich vor Kriegsende in den Münchner Raum abgesetzt hatte, als Ministerialrat unter den automatischen Arrest fiel und etwa ein Jahr in amerikanischer Haft verbringen musste, hatte seinen Arbeitgeber verloren.
Mit etwas Glück gelang es ihm, im anschließenden Spruchkammerverfahren lediglich als Mitläufer eingestuft zu werden. Seine Tätigkeit als Architekt konnte er dennoch nur sehr eingeschränkt fortsetzen. Anfang der 60er Jahre wollte er sich in einem an den amerikanischen Kommandanten des Flughafens gerichteten Antwortschreiben nicht mehr an die militärischen Aspekte seiner Flughafenplanung und seiner Funktion im Reichsluftfahrtministerium erinnern. So schrieb er: Von Anfang an wurde der Flughafen wiederum als reine Verkehrsanlage geschaffen. Er war zu keiner Zeit für militärische Aufgaben bestimmt. Auch während des Krieges hat dort niemals ein fliegender Verband gelegen. Und weiter: Ich habe oben bemerkt, dass in Tempelhof nicht für militärische Zwecke gebaut worden ist. Demgemäß waren auch keine militärischen Dienststellen in irgendeiner Form beteiligt. Meine Tätigkeit stand unter der Aufsicht der Abteilung für zivile Luftfahrt des damaligen Reichsluftfahrtministeriums. Zitat Ende. Dass die Verschmelzung der militärischen mit der zivilen Luftfahrt im Reichsluftfahrtministerium geradezu Programm und damit auch ein entscheidender Bestandteil seiner Rolle gewesen war, konnte ihm jedoch kaum entgangen sein. Lediglich der Berliner Flughafengesellschaft gelang es, trotz ihrer gleichfalls vorhandenen militärischen Verstrickungen, vor allem in der Doppelrolle Rudolf Böttgers als Geschäftsführer der BFG und Kommandant des Fliegerhorsts, ihre Existenz nach Kriegsende fortzusetzen. Sie wurde zunächst als Wirtschaftsstelle Berlins für Verwaltung und Wiederaufbau des Flughafens im Auftrag der Amerikaner eingesetzt, bevor ihr Anfang der 1950er Jahre die Verantwortung für den zivilen Flugverkehr auf der südwestlichen Hälfte des Flughafens übertragen wurde. Erst Mitte 1993 wurde das gesamte Flughafengelände mit allen baulichen Anlagen aus der amerikanischen Besatzung entlassen und der BFG übergeben. Als Zivilflughafen im Oktober 2008 geschlossen, hatte Tempelhof dann doch eine wesentlich längere Lebensdauer, als ihm vor Kriegsende beschieden schien. Die Rolle des Reichsluftfahrtministeriums als Bauherr wirkt heute vor allem in der Architektur des Flughafengebäudes nach, das sicher ganz anders aussehen würde, wenn es von der BFG, also Heinrich Cosina, oder unter der Verantwortung Albert Speers entworfen worden wäre. Und da sich die Geschichte des Flughafens aber nicht von selbst erschließt, muss sie immer wieder erklärt und vermittelt werden, was wir ja zum Beispiel in den Gebäudeführungen in Tempelhof tun. Ja, und damit bin ich am Ende meines Vortrags. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen und Diskussionen. Ich kann da bleiben. Ja, okay. Genau. Ich versuche meinen Schluck zu trinken. Aber bist du schon im Chat? Sind keine Fragen. Und sowas. Aber ich habe nochmal. Ui, jetzt gehen gleich die Hände hoch und sowas. Ja, ich würde mal links hinten anfangen. Könnt ihr nochmal sagen, warum dem ersten Entwurf diese Blicklichter und die Straße zu dem Kreuzberg-Denkmal so wichtig war? Würde das nochmal so eine Sichtachse werden? Was war da so der Hintergrund dafür? Naja, das war halt eine städtebauliche Idee. Es gab ein bestimmtes Gelände, was zur Verfügung stand, und er hat das so weit wie möglich ausgenutzt. Daraus ergab sich dieses Oval, und das hat er quasi fortgesetzt auf das Kreuzberg-Denkmal, beziehungsweise es war ja die ursprüngliche Idee, den Südbahnhof anzuschließen, von dem man aber noch nicht wusste, wo er liegt. Und deshalb hat Sagebühl zuerst diese Achse zum Kreuzberg hoch entwickelt und von dort aus dann das Abknicken, also je nachdem, aus welcher Richtung man guckt, zur Monumentenstraße, wo er dachte, dass der Südbahnhof liegen könnte. Gut. Dann noch hier, war noch eine zweite Meldung. Ja, dann gut. Ich auf jeden Fall. Der Micha. Nochmal eine Tour zum Auftraggeber Reichsluftfahrtministerium. Also so wie Sagebühl, ja, da wirkt man so als Jungspund war jetzt nicht, aber ist ja zumindest als freier Mitarbeiter da hingekommen ist, hat es früher auch beschrieben, dass eine ganze andere Reihe von Architekten quasi losgeschickt worden sind, einzelne Fliegerhorste sozusagen zu Bauleiten
wahrscheinlich sogar komplett zu entwickeln, vermute ich mal, also mhm. nicht sozusagen da in den Boden zu setzen. Wie sind die dann da angestellt gewesen? Also das war so eine Wartkräfte gewesen dann am Anfang, bevor wir dann irgendwie in so eine Struktur eingebunden wurden? Nee, die sind fest angestellt worden. Von vornherein. Ja, es war ja noch ein bisschen unklar am Anfang, weil diese Struktur des Reichsluftfahrtministeriums ja auch erst aufgebaut wurde. Und es gab noch diese Strukturen aus der Weimarer Republik, die Deutsche Verkehrsfliegerschule, die da oder auch die Lufthansa, ne, die ja eigentlich in diesem militärischen Business auch schon präsent waren. Und das ist dann nach und nach überführt worden. Und erst nach der sogenannten Enttarnung der Luftwaffe 1935 konnte man dann auch offen sagen, was man machte. Aber die DVS zum Beispiel war eben auch so eine Tarnorganisation für die Luftwaffe gewesen und war auch schon an diesem Bauprogramm dann beteiligt. Reichte dir das als Antwort oder ist es was ganz Dringendes? Die Chat-Teilnehmer bitten darum, sie würden gerne die Fragen auch hören, dass ihr vielleicht, wenn ihr die Frage stellt, kurz an den Laptop wendet. Das Mikro ist halt nur ein Laptop. Dass alle das für ja, die Fragen mitbekommen. Ich kann ja die Fragen wiederholen. Dann. Ja, würde genau so machen. Okay, so aber die Fragen, die jetzt schon gestellt wurden, muss ich nochmal rekapitulieren. Okay, gut. Aber die Chat-Teilnehmer dürfen gerne auch selbst fragen. Ja, das hatte ich im Auge. Ja. Ja, die Frage bezog sich nämlich darauf, dass wir über Arne Keilmann, seine Recherchen, Ferdinand Keilmann, seinen Großvater, zu dem er einer von solchen Architekten war, die ähnlich wie sage, die quasi losgeschickt worden sind, in dem Falle auf Sylt, um das Fliegerhaus zu entwickeln. Mhm. Und da war die Aussage, kriegt einen Koffer mit Geld und muss alles noch machen, Grundstückserwerb bis Baugenehmigung und Ausführungsplan und Bauleitung. Und deswegen hat er mich dann interessiert, was das für ein Anstellungsverhältnis war oder ob der das quasi wirklich als Honorarauftrag gemacht haben könnte. Nee, nicht, dass ich wüsste. Also die Regel war wohl... Moment. So, dann sage ich das nur mal schnell. Im Publikum hat der Michael Richter gerade gefragt und für das Seminar Reichshauptstadt Germania haben wir ja einen Architekten, Ferdinand Keilmann, der war natürlich nicht bei uns, weil der schon verstorben ist, aber der Enkel hat also bei uns gesprochen, der Arne. Und der Arne hat also über seinen Großvater recherchiert, wenn er also als Architekt gearbeitet hat. Der hat dann zwischendurch einen Auftrag in Sylt für eine Fliegerschule bekommen und hat Fliegerhorst und hat dann sozusagen die gesamte Planung gehabt. Also Arne hat das so ein bisschen lapidar gesagt. Mein Großvater hat dann Geld in einem Koffer gehabt und hat dann dort vor Ort die gesamte Planung übernommen. Das war jetzt die Frage an die Elke. Ja, die Frage war, wie die Architekten angestellt waren. Ne? Also ob die beim Reichsluftfahrtministerium angestellt waren oder freiberuflich quasi. Das war das, was Micha wissen wollte. Mhm. Also alles, was ich weiß, ist, dass die angestellt worden sind. Ich weiß es eben von Sagebiel, ich weiß es von vielen anderen Biografien, die ich recherchiert habe und auch von dem Bruder Ernst Sagebiels, Georg Sagebiel. Da ist die Geschichte genau dieselbe, wobei man sich dann auch überlegen kann, ob die nicht zum Teil auch gemacht worden ist. Der hat eben den Fliegerhorst in Fassberg entworfen und da war das genauso. Also er ist mit einem Köfferchen mit Geld und ohne alles quasi in die Wildnis geschickt worden, da in die Heide und musste da einen geeigneten Ort ausfindig machen. Er hat dann nach einem Berg gesucht, weil er dachte, Flieger brauchen Berg, um starten zu können und hat da tatsächlich diese ganze Anlage entworfen und alles organisiert, die Bauleitung gemacht und so weiter. Ob das tatsächlich so war, wissen wir natürlich nicht, ne? Also wenn alle das so erzählen. Und es gab auch Fliegerhorste, wo schon Strukturen da waren, eben aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, die dann wieder reaktiviert worden sind oder nur ausgebaut worden sind. Es sind nicht alle komplett neu gebaut worden, aber von allen, wo ich weiß, die waren fest dort angestellt. Und ich glaube, das war aufgrund der Geheimhaltung auch notwendig. Die mussten alle unterschreiben, dass sie das geheim halten, was sie da machen. Ja, wir haben jetzt übrigens einen Achim noch, der hier die Telefonverbindung hält zum Chat. Ja, Achim, dann.
Ja, der Vereinskollege und Architekt Johannes Türks fragt, wer hat nachher zu Ende gebaut in den 50er Jahren? Ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben. Unser Vereinsarchitekt, der Tüx, fragt gerade nach, wer den Flughafen in den 50er Jahren dann fertig gebaut hat. Das waren verschiedene Stellen. Also zunächst mal musste er ja wieder aufgebaut werden und war von den Amerikanern besetzt. Dann gab es die Luftbrücke, wo auch eben die Amerikaner vor allem am Flughafen aktiv waren. Und ab 1950 gab es dann die Teilung, dass man quasi die südwestlichen Teile abgegeben hat in die Verwaltung der Berliner Flughafengesellschaft oder der Stadt Berlin, um den Zivilverkehr aufzunehmen. Und für die Amerikaner ist die nordöstliche Hälfte des Flughafengebäudes ausgebaut worden. Auch das erstmal durch die BFG, aber im Auftrag der Amerikaner, die ja Besatzungsmacht blieben bis 1990. Und das heißt also, zum Teil haben die Amerikaner geplant, die hatten auf jeden Fall die Hoheit. Zum Teil hat die BFG geplant, also alles, was den Zivilverkehr dann anging, das erste Abfertigungsgebäude oder der erste Abfertigungsbereich von 1951 und dann der Ausbau der Eingangshalle und Haupthalle, also das, was man jetzt da mittig auf dem Foto sieht, das ist durch die BFG geplant worden. Da hat sich dann aber noch das Bauamt Süd, also der Bund im Grunde genommen, eingeschaltet, die dann auch wieder Teile der Planung oder der Planungshoheit übernommen haben. Und von daher kann man das, ja, muss man das an jedem einzelnen Punkt gesondert betrachten. Fertig geworden ist er bis heute eigentlich nicht, der Flughafen. So, dann kommt noch mal eine Frage aus dem Publikum. Sie haben ja erwähnt, dass auf dieser Tribüne 100.000 Platz gehabt hätten und auf dem Rollfeld noch mal 1 Million. Haben die da auf dieser Wiese gesessen, weil sie gesagt haben, das waren erst Rasenflächen, diese Rollbahnen? Jetzt kommt gerade die Frage noch mal mit dem Flughafengebäude. Ob 100.000 Leute oben auf dem Dach Platz hatten und die 1 Million Menschen, die im Vorfeld zuschauen sollten, ob die dann auf dem Rasen Platz genommen haben. Nee, es sollte um das Rollfeld herum noch ein Erdwall angeschüttet werden und da hätte man dann Tribünen drauf gehabt für diese Million. Und auf diesen befestigten Flächen, also auf den Teilen des Vorfeldes, da sollte es noch Stellplätze für Autos geben, dass man so quasi wie im Autokino dann in seinem eigenen Wagen sitzen konnte und diese Flugschauen beobachten. Kennen Sie denn den Stand, den aktuellen Stand dieser Tribüne? War doch mal eine Überlegung, ob die wieder, ob die aktiviert werden soll als Event-Location oder sowas? Gibt es da Neuigkeiten? Die Frage wird nochmal erweitert, ob diese Tribünen vielleicht zukünftig aufgestellt werden soll als Event-Location. Ja, diese Planung gibt es in der Tat schon lange und die ist auch noch immer in Arbeit. Das soll passieren. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass es massive Probleme auch mit der Stahlkonstruktion der Flugsteighalle gibt, dass die also nicht ganz so funktioniert, wie sie eigentlich mal gedacht war und dass es eben auch, ja, das Gebäude ist gealtert und man muss also sehr viel Sanierungsarbeiten erst durchführen an den Hangars, bevor man diesen Bereich obendrauf dann tatsächlich nutzen kann. Aber es soll nächstes Jahr im Mai eine Dachterrasse auf dem sogenannten Kopfbau West, also auf dem südlichsten Bauteil, eröffnet werden. Da, wo der Tower draufsteht oder seit Mitte der 50er Jahre drauf stand. Und von dort aus möchte man dann perspektivisch den hinteren Teil dieser geplanten Tribünenanlagen als Geschichtsgalerie ausbauen. Und das kann dann eines Tages bis zur anderen Seite, bis zum Kopfbau Ost durchgehen. Aber der Tribünenteil, da habe ich jetzt hier kein Foto, weil das ja nicht Thema des Vortrags war, der ist ja nur auf dem hinteren Teil des Daches, wenn der vordere gar nicht begehbar ist. Und von diesem hinteren Teil, das sind vielleicht 7,
breitere Stufen. Das ist nur die allerhinterste Stufe jetzt die, die tatsächlich genutzt werden kann, weil es ansonsten statisch nicht so funktioniert, wie es sollte. Es wird aber noch, also ich habe neulich gehört, 2027 soll der erste Teil dieser Geschichtsgalerie möglicherweise fertig sein. Also es wird noch ein paar Jahre dauern. Begeisterte Zurufe aus dem Publikum, ja. Ja. Gut, Achim, hast du? Also aus dem Chat kommen keine Fragen mehr, aber eine ganze Reihe von Beifall. Ja. Danke Dankeschön. Von Sascha Keil. Recht schönen Dank für den interessanten Vortrag. Und jetzt schon mal vorab, es kommt bestimmt noch Fragen, schon mal mit dem Handy von Sascha. Ja, Achim vermittelt gerade, dass Sie aus dem Chat die Vereinsmitglieder und Mitgliederinnen, die zugehört haben, dass du lobend erwähnt worden bist, Elke. Und ich muss nämlich auch eine Sache gestehen. Wir waren ja auch ein paar Jahre Partner. Also ich meine jetzt nicht von der Beziehung her, aber wir haben mal gemeinsam hier am Flughafen Tempelhof gearbeitet. Da möchte ich übrigens auch Wolfgang Hohlfeld nennen, der viele Jahre dort Führung gemacht hat. Und ich muss mich auch bedanken bei dir, Elke. Ich habe auch sehr, sehr viel gelernt durch dich an dem Flughafen, den auch ganz anders zu sehen und Aspekte. Und sie forscht ja jahrelang hier mit dabei. Und ich muss indirekt auch ein bisschen Werbung machen für unsere Ausstellung Reichshauptstadt Germania, also die Umbau. Und dort haben wir ja auch sozusagen von dir einen Teilaspekt mit dabei. Du unterstützt ja schon seit vielen Jahren den Verein. Ja, ich möchte es jetzt nicht versäumen zu sagen, dass wir 50 Zuhörer und Zuschauer gehabt haben. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, ja, muss ich schon sagen. Und du beschließt sozusagen unsere diesjährige Vortragsreihe, die wir also monatlich immer durchgeführt haben. Und wir hoffen eigentlich dann auf nächstes Jahr, wenn du also wieder neue Erkenntnisse hast für diesen Flughafen. Und dann darf ich nämlich hier auch ein Geschenk an dich überreichen. Das ist ein bisschen schwierig bei Elke, weil sie hat ja eine ganze Menge an Büchern. Und ich wollte dann einmal hier über Erinnerungsorte, ich hoffe, man kann es also entsprechend sehen. Und ein zweites, was ich dann hier so zeigen muss, ja, ich hoffe, es spiegelt nicht so sehr. Liebe Elke, das kriegst du von uns, ja. Und wie gesagt, wenn du Besuch hast, ich bin gerne immer bereit, irgendwie eine Führung zu machen. Oder Michael hat ja auch viel Zeit als Architekt, dass er dann da ist und sowas. Ja, danke dir nochmal. Ja, vielen Dank auch an dich, Sascha. Dann bis nächstes Jahr. Bleibt alle gesund und munter. Gilt natürlich auch für das Publikum. Ich habe übrigens hier noch Kekse und Kaffee für euch aufgebaut. Also bist ja noch ein paar Minuten da und sowas. Ja, Ja, dann sage ich auch noch mal ganz lieben Dank für die Geschenke und für alle, die zugehört haben und Beifall gespendet haben. Und ja. Ja, danke schön. So.